Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei B-Part Gaming und weiter geht es jetzt hier mit FIFA 14 beim YouTuber Pre-Release Event. Wir machen die Skill Games, haben das letzte Mal hier die Flachpass Challenge gemacht. Heute geht es dann weiter mit Advanced Crown Pass, also dem ja fortgeschrittenen Flachpass. Da bin ich mal sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe ja teilweise schon hart gefailt bei der einfachen Sache. Ich denke mal, hier wird es nochmal ein bisschen schwerer. Und von daher probieren wir jetzt erstmal die Bronze Challenge ranzugehen. Ich denke, diesmal machen wir es einfach mit Iniesta, ist ja auch ein hervorragender Passgeber. Nee, doch, 95 passen, das ist natürlich auch sehr, sehr stark. Und hier, ja, muss man anscheinend Doppelpässe spielen, durch die Gassen durch. Ja, da scheitere ich schon mal direkt beim zweiten Pass. Da freuen sich schon wieder Leute neben mir. Sehr klasse. Und ich weiß nicht, ob man hier One-Touch spielen muss. Man kann anscheinend nochmal den Ball auch ein bisschen behaupten oder ja, ein bisschen führen und dann sich zurechtlegen. Und dann ist das dann auch ein bisschen einfacher, als One-Touch zu spielen. Jetzt läuft auf jeden Fall schon der Pass. Und kommen wir wahrscheinlich hier gleich nochmal zum Abschluss. Jetzt spielen wir nochmal quer und dann... Oh, was mache ich denn hier? Habe ich anscheinend aufs Tor gelupft. Keine Ahnung, was da los war. Aber zumindest hat es, glaube ich, gereicht, um die Challenge zu bestehen mit 11.000 Punkten. Und man brauchte 8.000. Also das ging jetzt recht schnell. Ist ja auch nur Bronze. Mal sehen, was mich jetzt hier bei Silber erwartet. Wir lesen es am besten auch mal durch. Don't trap the ball as must pass on the go. Also, ich muss hier wahrscheinlich auch wieder One-Touch spielen, nehme ich an. Okay, probieren wir es einfach mal. Ist hier ähnlich wie eben. Ich mache es einfach diesmal jetzt One-Touch. Deswegen ist auch ein bisschen mehr Raum. Hier wird es schon ein bisschen enger. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Und dann bricht er hier ab. Ich weiß nicht, wieso er jetzt abgebrochen hat. Aber vielleicht, weil ich angenommen habe. Das kann natürlich sein. Gut, der Pass ist jetzt schon mal komplett Banane geworden. Probieren wir es nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie die Passhilfe eingestellt ist. Es fing doch eben so gut an. Also ich muss auf jeden Fall One-Touch spielen. Das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal gemerkt. Alter, der erste Pass ist mir am Anfang mal besser gelungen. Ja, kann ich wieder neu anfangen? Klasse. Also der erste Versuch war bis jetzt hier noch der beste. Oh, jetzt läuft's aber. Ah. Und jetzt muss ich schon wieder von vorne. Also sobald man es einmal nicht geschafft hat, durch diese kleine Gasse zu spielen, muss man direkt wieder von vorne anfangen. Probieren wir es jetzt noch einmal. Ja, oh, ist sehr behäbig, aber es läuft bis hierhin noch einigermaßen. Der wird uns ausgehen. Ah, ich muss wieder One-Touch spielen. Ja, schon wieder nicht geschafft. Machen wir direkt einen neuen Versuch. Oh, jetzt läuft der Ball ein bisschen besser. Ich muss es, diesmal könnte es was werden. Es sieht arg unbeholfen aus, aber es könnte was werden. Ja, die letzten Versuche. Oh, das war knapp. Und dann jetzt der Abschluss. Den müssen wir direkt nehmen. Ah, jetzt weiß ich eben gerade, warum ich gelupft habe, weil hier, glaube ich, auf alternativ eingestellt ist. Das ist aber jetzt egal. Wir haben es hier auf jeden Fall geschafft. Fast 9000 Punkte, 7000 waren nötig. So können wir jetzt die nächste Challenge machen. Und ich muss dann gleich mal danach hier umstellen, dass quasi Schießen auf der Kreistaste ist und nicht auf der Viereckstaste auf der PlayStation. Ich spiele ja hier mit dem Xbox-Controller. So, egal. In dieser Aufgabe muss ich zu meinem Mitspieler passen und ich glaube, ja genau, man muss da eigentlich immer so durchpassen und immer wird das von links und rechts einfach schmaler. Schauen wir mal, was jetzt hier geht. Ich weiß nicht, ob ich One-Touch spielen muss. Ich probiere es einfach mal. Oh, die kommen mal ganz schön quer. Aber ich halte mich hier noch drin, ne? Das war es jetzt wohl gewesen, schade. Scheint aber machbar zu sein, wobei es natürlich am Ende immer schwieriger wird. Man muss einfach nur am Anfang geradeaus passen. Das hat schon mal nicht geklappt. Sehr gut. Hat der Spieler den Ball irgendwie ganz komisch angenommen. Man muss ja eigentlich nur geradeaus passen, aber irgendwie halten die Spieler den Ball schief. Jetzt, ja, dauert alles ein bisschen. Es geht wahrscheinlich auch ein bisschen schneller hier. Aber es läuft noch der Ball. Ah, jetzt habe ich leider daneben gepasst und dann hat es wieder nicht gereicht. 3.300, das ist fast die Hälfte von den nötigen Punkten. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. Was sind das denn für Pässe hier direkt am Anfang? Ich weiß gar nicht, wie man dazu kommt, dass das so schief ist. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Am besten nehme ich mal die Pässe an. Ich glaube, One-Touch ist schwieriger. Oh, den habe ich jetzt sehr gut angenommen, ne? Sag ich gerade noch. Och, jetzt Herr Jemine. Gut, einmal probieren wir es noch. Ansonsten probiere ich es jetzt gleich, dass ich dann in aller Ruhe mache. Aber, ja, ich wollte annehmen. Ich wollte die Pässe annehmen. Oh, genau. Mit aller Ruhe machen wir das jetzt hier. Ja, sehr schön. Nein! Jedes Mal das Gleiche. Ich sage mit aller Ruhe und dann genau in dem Moment faile ich. Wobei ich glaube, ich One-Touch-Pässe mehr Punkte geben. Kann das sein? Kann ich wieder neu anfangen?
ist gar nicht so einfach, hoch und runter zu passen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daran so schwierig ist, aber ich tue mich auf jeden Fall dabei schwer. Und... Alter, das wird schon wieder ein Scheißversuch. Ach, natürlich, der hat wieder daneben gepasst. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, wie man den Controller so schepp halten kann, dass man dann an dem Ding vorbeipasst. Ja, der gibt sogar Sonderpunkte, wenn man durch die Mitte passt. Sehr schön. Ja, nochmal, sehr gut. Oh, leider jetzt nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen mal das Ding wieder ein bisschen gerade halten. Ja. Sehr schön. Oh, jetzt läuft aber. Weiter. Ach, Mann! Ach, ist er noch drin, ne? Sehr schön. Hatte ich mich schon kurz aufgeregt, aber jetzt ist der Ball leider daneben gegangen. Und ich denke, hier werden wir jetzt mal ganz kurz einen Cut machen, bis ich dann diese fortgeschrittene Challenge am Ende machen kann. Also, bis gleich. So, ich muss mir leider eingestehen, ich schaffe es jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Ich weiß nicht, was an der Challenge so schwer ist. Ich kann es ja gerade noch mal einfach hier live probieren. Es ist ja eigentlich nur so, man muss hoch und runter passen, aber es gelingt irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Irgendwann scheitert man dann einfach wieder. Keine Ahnung, ob man so es unsauber eingibt oder ob man sonst irgendwas zu beachten hat. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, aber gleich werde ich wieder irgendwann failen und einfach schräg passen. Und dadurch, dass es jetzt hier noch 11 weitere Skillgames auf mich warten, werde ich dann wahrscheinlich jetzt hier gleich das Ganze zu einem Ende bringen. Wobei dieser Versuch ganz ordentlich bis hierhin war. Jetzt ist er leider ins Ausgegangen. Ja, das passiert dann immer ganz schnell. Hatte ich jetzt fast eine neue Rekordmarke aufgestellt. Aber ja, ist jetzt hier gerade auf die Schnelle nicht gelungen. Das soll es jetzt hier gewesen sein von den ja fortgeschrittenen Flachpässen quasi. In der nächsten Challenge, wir können mal ganz gucken. Kurz gucken, was uns da erwartet. Ich glaube, Schießen, richtig. Also das nächste Mal gibt es dann Schießen und dann wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann nochmal fortgeschritten Schießen. Also verfolgt weiterhin B-Part Gaming, wenn ihr an FIFA 14 Videos interessiert seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann um Schießen geht. Wenn es um Schießen geht, haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Stellst du dir mal und der... dreimal die Latte. Es ist hier nicht die Crossbar-Challenge oder nicht die Latten-Challenge, sondern eigentlich wollte man hier ein Tor machen. Es gibt doch nicht viermal Latte hintereinander.